Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Anschluss unserer Partie der Füchse gegen die Löwen aus Frankfurt. Das leckere König Pilsner ist serviert. Das heißt, der Trainer-Talk beginnt und zunächst einmal begrüße ich den Gästetrainer Frank Genkes. Herzlich willkommen zu meiner Rechnung für unseren Trainer Franz Pritzmann. Nutzen wir den Endstand, 848 Zuschauer. Das erste Statement nach dem Spiel gebührt natürlich wie immer dem Gästetrainer Frank. Das Spiel aus deiner Sicht. Ja, schönen guten Abend zusammen. Aus meiner Sicht, ja, unser erstes Rücken, unser bestes in dieser Saison. Das war auch zu erwarten, wenn man Donnerstag schon gespielt. War nach dem Spiel ein bisschen müde, Tag frei gegen Nauheim, ein riesen Derby. Auch da schon mehr frei gehabt und habe ich schon gedacht, okay, ich bin schwer, um jetzt in Duisburg reinzukommen. Das war auch so. Zum Glück haben wir dann zu Null gespielt im ersten Rücken. Ich denke, danach war die Sache auch deutlich. 4-0, denke ich, geht voll und ganz in Ordnung. Ich habe auch nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass Duisburg irgendwo ein Tor hätte schießen können oder wollen, oder wie auch immer. Dieses Gefühl hatte ich nicht. Dankeschön. Dankeschön, Frank. Und Franz, das Spiel aus deiner Sicht. Ja, erstmal guten Abend. Frank, also ich gratuliere zum Sieg deiner Mannschaft. Ja. Ich muss sagen, ich schließe das in meinem ersten Drittel zumindest an. Da denke ich, haben wir ganz gut angefangen, ja, haben einen guten Teil geliefert, hatten auch ein, zwei, drei Chancen und die muss er halt dann mal machen. Ja. Zweiten Drittel hat man kaum das Helden in der Hand genommen, ist Berlin 2-0 in Führung gegangen. Dann kriegen wir 5-3 Überzahl und dann wären wir nochmal dran gewesen. Da muss er halt dann entschießen, ja, wenn du im Spiel bleiben willst. Haben wir leider nicht geschafft und im letzten Drittel hatten wir nicht mehr viel nach vorne. Frankfurt ist klar untergespielt. Aber nichtsdestotrotz, ich bin nicht unzufrieden mit meiner Mannschaft. Wir haben hart gefeiert über 60 Minuten und weiter haben wir uns 30. Dankeschön und ich glaube, wir haben uns am Freitag die drei wichtigen Punkte geholt. Wir haben nichts zu verlieren. Mit diesem Glück im ersten Drittel gehst du in Führung. Ja, und dann sieht es vielleicht auch ein bisschen anders aus. Aber wie gesagt, mit 0 Tore kannst du gegen Frankfurt nicht gewinnen und auch gegen sonst. Danke. So sieht's aus. Erstmal herzlichen Dank, Franz. Frank, du hast gerade kurz darüber gesprochen. Euer Derby am Donnerstag, viel war los und das ist ein guter Klingelton, den mögen wir auch. Vielleicht genau, Dankeschön. Bei so einem Derby und bei der Stimmung, die momentan in Hessen ist, und Hessen gibt ja so ein bisschen die Stimmung vor jetzt in der Liga, wie sieht da die Zielsetzung für euch, für dich persönlich natürlich erstmal, aber auch für den Verein? Da kann doch eigentlich die Weiche nur in Richtung Aufstieg gehen. Zeit, ein paar Wochen schon gesagt, wo ich hier war, ich bleibe dabei. Ne? Wir haben 41 Mannschaften, nach den jetzigen Regularien steigt einer auf. Ich denke, in dem Pool sind 6 bis 8 Mannschaften drin, die das schaffen können. Ich denke, aus unserer Liga nimmt der Duisburg mal mit rein und dann mit Frankfurt, Kassel und Nauheim. Ja, was sollen wir in der Liga? Die Frage stelle ich mir immer wieder, was sollen wir denn? Ne? Was wollen die mit den anderen Mannschaften, was wollen die mit uns? Unser Ziel ist, oben mitzuspielen. Was daraus wird, ist, schauen wir mal. Jetzt wollen wir erstmal unter die erste 4 kommen. Der 12-0 Punkte einfach sieht ganz gut auf. Und dann schauen wir weiter. Franz, bevor wir auf unsere Zielsetzung nochmal eingehen, wir haben ja noch ein paar Spiele, du hast von den drei wichtigen Punkten jetzt gesprochen. Vielleicht nochmal zwei Situationen, die wir kurz auflösen möchten. Das ist einmal die Situation mit unserem Flak Breitkreuz. Er hat keine Spieldauer bekommen, das waren, glaube ich, am Ende 10 Minuten. Was ist da genau vorgefallen? Was war die Begründung? Was dann der Auslöser für die 10 Minuten war, habe ich nicht genau gesehen, aber ich denke kurz davor, mit Flak Breitkreuz, mit Stefan Kreuz und der Chatten an der Bande, der revanchiert sich meiner Meinung nach wegen Stockstich. Was meinst du, ist das Sven? Und es war eine unschöne Aktion, denke ich, hat der Stefan Kreuz mal eigentlich nicht nötig. Und ja, und dann ist es langsam ein bisschen eskaliert. Und, aber was dann der Auslöser für die 10 Minuten war, das habe ich nicht ganz genau gesehen. Dann vielleicht die zweite Situation aus seiner Sicht eben nochmal die Schlussszene, weil da war doch sehr schnell ein Pulk. Hast du dort mit verfolgen können, was passiert ist? Auch da muss ich sagen, war ich schön in der Kabine. Frank hat es mir gerade überlegt, hätte ich mehrere Seiten gehört. Aber wie gesagt, es ist dann doch gut zu Ende gegangen. Es gab für beide Seiten 2-2 und damit würde ich sagen, ist die Sache beendet. Das heißt erstmal so, deine Information ist keine Verletzten und auch keine Spielsperren
Von daher alle Mann an Bord. Unsererseits nicht. Mehr wird der Frank denkt dann dazu auskommt, geben Ukraine was ist. Ja, ich bin Frank, aber jetzt ist es. Herzlichen Dank, Franz. Frank, die Situation zum Schluss hast du noch etwas besser mitbekommen. Ich muss ja sagen, es ist eine wahrscheinliche Pultbildung. Aber ich glaube, die können wir relativ entspannt jetzt betrachten im Nachhinein. Bei uns ist da, glaube ich, sind die Nerven durchgegangen, aber ich glaube, keine Verletzten, richtig? Wenn ich jetzt das sage, dann habe ich wieder ein riesiges Gelächter, weil ich jetzt nicht parteiisch bin, aber ich habe genau gesehen, wer angefangen hat. Und die Sache war ja auch deutlich. Also, wer ist natürlich zu sagen, die Sache ging von einer Person aus. Derjenige, der angegriffen wurde, hat sich sehr gut gewehrt. Beide haben 2:2 Zuschauer und ein bisschen Spaß gehabt. So was. Danke dir, Frank. Frank, sag doch mal ganz schnell bitte kurz die Situation, du hast es dargestellt. Der Frank hat es vorhin kurz ausgeführt, er sieht hier die drei hessischen Mannschaften und dann auch natürlich die Füchse unter den ersten Vieren. Nach den wichtigen 3 Punkten auswärts jetzt in Hamm, glaube ich, sind wir soweit im Soll. Denn eine echte Planung so für die heutigen Punkte, die hatten wir noch nicht ganz so eingefahren und auch eingeplant. Du bist bis jetzt zufrieden, so habe ich das Statement verstanden. Es bleibt bei Platz 4 und danach schauen wir weiter, richtig? Ja, sicherlich. Wir durften die wieder ohne die Niederlage in Krefeld machen, das am Freitag unter Druck. Aber haben die Jungs haben das souverän gemeistert, nachdem wir im ersten ein bisschen gewackelt haben. Aber dann, denke ich, haben wir deutlich die Grenzen aufgezeigt, die auch keine so schlechte Mannschaft haben. Ja, und das darf man auch immer nicht vergessen, so blind sind die auch nicht. Und ja, wie gesagt, für uns geht es weiter für Spiel zu Spiel zu gucken. Wir wollten natürlich auch heute gewinnen. Wir gehen in kein Spiel und sagen, ja, da verlieren wir jetzt mal. Und am Donnerstag geht es ja schon weiter. Da gegen die Kassel Huskies, da wird es auch wieder schwer. Und das nächste Big Game für uns ist natürlich dann am Sonntag in Essen, ja, wo 3 Punkte dann natürlich wirklich sind. So sieht's aus, aber wir verabschieden jetzt erstmal Frank Gentges, wünschen weiterhin natürlich viel Erfolg, ganz besonders am nächsten Freitag. Da ist nämlich unser Big Game bei euch dann, und zwar Krefeld tritt bei euch an. Da tut ihr uns einen Gefallen und sorgt dafür klare Verhältnisse. Gute Einfahrt, alles Gute, Frank Gentges. Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen Sie gut nach Hause. Ja, das ist ja großartig, das ist ja das erste Mal, wenn der Hermann Pöbel zur Frage fragt, dann hier auch an Frank Gentges noch eine Frage. Frank, ich würde mich doch entlassen und bevor es...